Krone hergenommen. Ich muss eine Krone finden. Das ist ein katastrophales Desaster epischen Ausmaßes. Entschuldige die Dramatik, aber hinter der Bühne herrscht Chaos und unsere Scheinwerfer ist kaputt. Da ist einer. Schweigt, mein Herz! Du hast ein Licht! Bitte lass mich im Licht baden, damit ich unser Stück ankündigen kann. Ja. Seid alle willkommen, meine lieben Mimen, zu unserer Geschichte der Erntesaison. Der Eichhörnchenkönig ist wie jeden Sommer aus gutem Grund gekommen. Heißet den grünsten Mann willkommen und empfangt. Denn auf diese Weise begann die Feier des Singsangs. Vielen Dank, du bist so gütig. Der Scheinwerfer bringt die Wärme der Sonne mit sich. Die Show kann weitergehen. Oh Gott, wie lange will ich das machen? Folge mir bitte, dein Talent wird hinter dem Vorhang benötigt. Oh, dass ich leuchten kann, oder was? Nur mehr Leute anleuchten. Wer dich ja missbraucht. Warte mal, mach's mal das da helle. Wupdabadüb, dadüb, dabadüb. Was sind das hier für Symbole? Oh, ich hab das leiseste Gefühl, ich weiß, was das für Symbole sind. Hilfe, hilf mir, ich bin in der Truhe. Schnipsel haben mich eingesperrt. Auf dem Deckel ist etwas Schweres. Kannst du es für mich beseitigen? Wirf doch einfach ein paar Äpfel dagegen. Schnipsel haben meine Krone gestohlen und solchen Augenblicken kann ein Wesen wirklich nützlich sein. Ah ja, ich hab ihm diese komische Krone da gemacht. Das ist meine Krone. Das löschen wir jetzt aber. Wir machen jetzt einen neuen. Ich soll die Krone aufs Touchpad zeichnen, ja? Ah, oh, sieht viel besser aus. Jetzt kreiere ein Juwel. Wähle mit dem Leitlicht eine neue Farbe. Natürlich, das ist best. Zeichne ein Juwel auf dem Touchpad. Nee, du. So geht es nicht. Warte. Zeichne ein Juwel auf das Touchpad. Ah, oh, definitiv. Aber ich muss es bewegen, und zwar dahin. Boom, Schakalaka! Arg! Mega! Du brauchst natürlich eine Mega-Krone hier. Boom! Du bist ja auch der Mega-Typ. Guck ihn dir an. Das lieb ist ein Eichhörnchen. Praktisch, danke! Oh, schon so spät? Ich muss los, sonst verpasse ich meinen großen Auftritt. Großen Moment. Aber das ist selbe. Da geht er hin, unser Freund. Oh. Sieh dir meine wundervolle Bühne an! Welch ungeplantes Chaos! Lieblos grau statt Farben! Stumpfsinnige Prosa statt Poesie! Das Stück ist ruiniert! Tja, blöd was. Dummerweise. Für euch Schnipseldipsel habe ich das heilige Licht der Vernichtung vernichtet. Alles, was blöd ist und grau und öde ist. Du hast die Kraft des Frühlings. Oh Gott, ich. Das ist meine Stimme gerade. Der grüne Mann selbst muss seine Magie durch die wirken. Das Stück kann weitergehen. Gut gemacht! Hey, kannst du bitte ein Foto von mir mit meiner Krone machen? Hier, nimm meine Kamera.
Selfie. Pst. Voll das heroische Vieh. Guckt euch das an, ey. Was ist das, was da gerade runterkam? Sehr schön. Du hast mich perfekt getroffen. Erst Dankeschön, du darfst die Kamera gern behalten. Das ist ein gutes Modell. Dann kannst du sogar dich selbst fotografieren, Kurier. Versuch's doch mal. Drücke Dreieck, um die Kamera zu verwenden. Tja, wenn das nicht süß ist. Ah, oh, Fotobomb! Du blöd! Naja, jetzt wo wir aber das Eichhörnchen gerettet haben. Sehr gern geschehen. Alles Gute. Ja, die Show weitergehen. Aber was hilft, wie hilft uns das jetzt genau? Ach Gott. Ah, es ist Iota, unser Kurier. Und wie ich sehe, bist du noch hier. Da draußen. Schaust rein. Haust in die Tasten. Gut. Ein Wort zum Überbringen der Nachrichten. Das Loch da oben ist unerreichbar hoch. Die Bäume im Obstgarten können euch behilflich sein. Doch zuerst müsst ihr ihnen helfen. Beseitigt die Schnipsel, bringt Licht und Farbe zurück, bringt die Musik. Dieser Obstgarten braucht eine Party. Macht eine Sause, die sich gewaschen hat. Ist meine Geschichte. Auf da! Oh, das ist so liebevoll gestaltet und so liebevoll gemacht. Ich finde das super. Ich finde das einfach klasse. Und das ist jetzt ja nur das Ende des ersten Levels, glaube ich. Hier haben wir eine so eine Art Achievement-Tafel. Das ist die Krone, die ich gezeichnet habe. Und das Bild von dem jetzt sehr glücklichen Eichhörnchen. Und hier schläft alles. Aber ich denke an der Stelle. Ah, die Pilze sind mal direkt meine Thumbsticks. Voll geil. Lass mich gerade viel zu sehr ablenken. Was ich sagen wollte, an der Stelle bietet es sich jetzt an, einen Cut zu machen. Für die erste Episode. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ihr seid auch so hingerissen von diesem Spiel. Ich finde es auf jeden Fall sehr super. Und ich freue mich, dass schon auf die nächste Episode. Mit euch, hoffentlich.